Oh, noch eine Be oh, noch eine bessere Schutzweste. Ich will ehrlich zu dir sein, Domme war ja auch schon mit mir. Bloß haben wir uns damals wesentlich dümmer angestellt. Echt, so mies. So, warte kurz, ich mache jetzt gerade hier Tutorial Jungle. Sie können die meisten Waffen mit Aussetzen und Lackierungen anpassen. Neben dem Cursor auf eine Waffe und drücken Sie die Viereck, um sie zu bearbeiten. Okay, nice. Das war der Level einfach exzellent. Hä, was? Passiver Modus, was? Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst. Passiver Bonus, Entschuldigung. Der passive Bonus kriegt Bonus-CP, glaube ich. Heißt, du levelst schneller. Also vom eigentlichen Level-System her. Nee, das machst du dann. Wenn du wirklich sagst, ich habe eine endgültige Waffe, dann kannst du es machen. Warte mal, welche Stufe habe ich jetzt? Ich bin auf Stufe 62. Möchtest du gleich ein Level-System-Tutorial machen? Wie meinst du das? Du kannst ja Fähigkeitspunkte freischalten. Dann mach doch dazu auch noch ein Tutorial. Jo, ich weiß auch nicht, wann das kommt, also wie das Spiel das kommt. Okay. Also die Einsatzzeit dieses ist. Also, weil die Fähigkeiten, aber. Ah, ich kann schon spielen auf Scharfschütze, Panzer, Feldherrn, das Spion, weil der. Ich war schon Scharfschütze. Ich hab Sturmsoldat, Sanitäter ist halt schon eine harte Sanitätsdrohne. Der Scharfschütze, das Tarnspray, also schmeißt Rauchgranate, verpiss dich dann einfach. Panzerbrecher heißt du, kannst panzerbrechende Munition verwenden. Bei Scharfschütze. Genau. Okay, das ist nicht geil. Das heißt, du hast einen größeren Wirkungs, Grad als ich bei Drohnen. Ja, das wäre schwierig gewesen. Ich kann dir aber eigentlich auch alle Klassen nehmen, weißt du? Im Prinzip, also später kannst du ja dann alle gleichzeitig nehmen, also ist ja egal, was du nimmst. Du levelst ja eh unendlich. So ist das nicht diesen Vorteil aus dieses Sektor. Das ist besser, man sich mal diesen Ich muss nur noch ein Level aufsteigen. Oder eine Kiste. Wissen Sie, falls im einen Ding die wahrscheinlich auch die sind die Nachtricht die Ausbildungsstelle Ja, du kannst. Ach ja, Tarnungen. Grundlagen müssen wir eigentlich alle haben, oder? Ja. Habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, so. Oh mein Gott, 65er Handschuhe. Dazu kann man noch sagen, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir nehmen alle Sturmsoldat, oder irgendwie an zwei selbe Klassen, würde ich trotzdem, wenn ihr in einem Squad oder ob ihr nur zu zweit spielt, also im Duo, würde ich erstmal sagen, dass ihr verschiedene Fähigkeiten skillt. Ja.
Beim Sturmsoldat ist die wichtigste Fähigkeit der Raketenwerfer. Der hilft euch gegen Drohnen, holt euch aus so manch beschissener Situation wieder raus. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Was hast du jetzt genommen? Ey, musst du, was musst du jetzt lokalisieren? Also, wo musst du jetzt hin? Einen Weg von der Insel finden, ne? Einsatz. Warte kurz. Operation Greenstone. Du musst da hinten hin, ne? Also da hinten zeigt es dir eine Mission an. Ich gehe uns mal ein Auto besorgen. Also nimmst du es noch, willst du uns noch eine aufnehmen? Jawohl. Ah jo, wann kommst du nur wieder online? Ja, wie das wohl meinen? Also wann kommst du? Ja, also heute vielmehr, ist ja schon 0 Uhr vorbei. Ich habe nur gerade versucht, eine Karawane, also halt so einen kleinen Konvoi Platz zu machen. Hier, komm mit. Ja, habe ich gesehen. Hier musst du hin, ne? Perfekt eingepackt, würde ich sagen. Ja, aber schau mal, perfekt eingepackt, also. Das ist doch.
Ja. Hier ist noch. Hä? Nein. Natürlich. Junge. Fake Gucci. Kommst du? Hier ist deine Mission, ne? Warte mal, bin ich bei dir im Squad? Ich bin bei dir im Squad, ne? Scheiße. Mehr von denen. Achtung! Entdeckung! Alle in Deckung! Nein! Das ist. Da kommen noch die heftigsten Flashbacks, sage ich dir. Achtung, da kommt noch einer. Oh, grüner Loot. Ein absolut geiles Gewehr.
Und ich suche uns derweil in diesen einen Ort raus, wo dieser Fo Willst du wissen, was es damit auf sich hat oder was genau diese Decke? In meinen? Warte, dann öffne ich. Ach so. Ja, kann man. Warte, komm mal her. Hier kommt man raus. Warte, ich kann da, ich konnte da. Warte. Ich lasse es noch. Irgendwie muss ich doch den hier den Trupp. Wo kann ich denn das? Boah. Warte kurz. Also. Wie verlasse ich denn den Trupp? Boah, Junge. Ich will doch einfach nur. Ich will doch nur den Trupp verlassen. Ne, es sind meine Einsatz-Tutorials. Oh mein Gott. Versuch mal bei mir Trupp verlassen irgendwie. Ich weiß auch nicht.
quasi PvP. Nee, eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Gut, also ich bin's Anführer des Trupps. Gut, dann. Markiere ich mir eine eigene Mission. Wo müssen wir hin? Ich hab's gesehen. Nein, ich will nicht schütze, ich will schütze. Du musst mal, du. Es brennt! Fährst du uns zu dem goldenen Wegpunkt? Was? Was für eine Kiste? Ich habe mir Desert Eagle nur ein Ding abgeknallt. Ach so, warte, ja genau, zum Gelben. Also halt hier vorne, der geradezu, der ist in 4,7 Kilometern. Das sind Wolfs, das sind Wolfs. Die haben guten Loot, die haben guten Loot. Bruder. Warte, hat einer von denen was Gutes für mich? Was für dich drin? Ein neues Auto kaufen, das ist ein neues Auto. Ab.
Warte mal, da hinten stehen zwei Bikes. Achtung, Heli. Easy. Damit, guck. Zwei Motorräder. Warte, komm, lass mich mit. Komm, hier und. Jetzt darf ich aber nicht abmounten. Guck, du darfst dich gegen so kleine Bäume, gegen so größere Bäume fahren. Hier sowas, sowas Kleines geht klar, aber. Ja, klar. Und. Ey, hä, wie konntest du das so drehen? Nee, mein Bike. Das pisst mich gerade an, wenn es wieder so. Und da ist die Straße. Hier ist eine Basis mit besseren Motorrädern. Achso, das bist du. So, und jetzt geht's weiter. Und jetzt verpissen wir uns. Auf Straße geht eigentlich. Und gucken wir mit dem Driften ist hier mit dem Bike auch besser. Jo, kann schon sein. Der eine, guck, der hier, der hat direkt erstmal einen Rückwärtssalto gemacht.